So, und zur Suche nach Audiologs. Nein, natürlich zu Let's Play Watch Dogs, zu der nächsten Folge. Ich weiß ja jetzt nicht, ehrlich Folge, weil ich jetzt halt die... Jetzt sozusagen, wie er allen, ich will auch erwähnt, sozusagen, ist es ja so, dass wenn ihr jetzt in Watch Dogs die Aufnahmesache ja geändert wird, dass wir jetzt in Watch Dogs ja jetzt auch sozusagen die größeren Aufnahmesession machen, weil jetzt mache ich ja sozusagen 20 vollen Aufnahmesession bei Watch Dogs, bei 17 bei Watch Dogs, ich meine bei 17 bei Alphidivis Ultimate. Und sozusagen sind halt auch sozusagen 17 bei Estonia und selber glaube ich 26 war es bei Starman, weil Starman am meisten halt zurückhängt. Aber wir werden mal gucken, wenn ihr, wie es denn jetzt eigentlich dann aussieht, wenn wir dann eigentlich das nächste Mal dann ja diese Sachen aufnehmen. Ja, ich vom Nebeilabern durchsuche ich jetzt alle versteckt, die wir sozusagen jetzt alle, wir haben ja jetzt alle freigeschaltet sozusagen. Deswegen tue ich jetzt mal aber allen mal durch. Haben wir dann noch Audiologs abgefangen? Ja, noch jede Menge abgefangen anscheinend. Dort waren, glaube ich, schon. Ich weiß nicht. Tut mir mal die zwei noch hier. Ein sehr interessantes Treffen. Hallo? Mein Blumenkontakt ist bereit. Lass die Queen halt die Klappe. Nicht, hier habe ich schon abgeholt. Ich weiß, es ist jetzt eine sehr lange Ladescreen-Folge hier nur. Aber an sich geht es hier relativ schnell, also. Ich tratzel mir die Mund fusselig. Besonders mit diesen Sachen. Nein, ist also alles da. So, jetzt gehe ich mal zu denen hier. Und dann nach dort. Aber ich glaube, bei denen da hinten war ich auch schon. Dann tun wir mal bei den hintersten Abteil und dann hören wir uns vielleicht mal von der anderen Person sozusagen die Audiologs mal an. Da war ich sicher schon, aber ich hoffe, ich es nochmal. Als Chainbot, dass ich jetzt irgendwo sozusagen was vergesse. Würde mich jetzt nicht auch nerven. So, gucken wir mal, haben wir hier, wir haben hier schon. Okay. Dann einmal dort. Ich glaube, hier habe ich es auch schon. Oder? Ja, das müsste das sein, wo ich mich beim letzten Mal mit Session. Ja, das war hier. Okay. Das hier ist auch Check. Und zum letzten Versteck. So. Ich weiß an sich, dass es hier nicht das letzte Versteck ist, aber auch wieder. Okay, da haben wir noch eins. So. Mal raus hier. Ich notiere mich jetzt das Audio dazu an. So, was aber ist, an sich haben wir wohl die Sache in der letzten Folge, die Sammelbahn von der vermissten Person, haben wir hier jetzt alles wieder tot. An sich kann man ja deutlich sagen, an sich jetzt hier auch noch einer, den kriegen wir ja später. Da wird es wohl höchstwahrscheinlich da auch der Rest sein davon. Oh. Also, hören wir uns mal an sich die Audio. Wo waren die Audiologs? Audiologs, ah da. Anja Bellick. Haben wir jetzt auch die jetzt alle gefunden? Ja, und jetzt mal. Am Anfang war ich von Blooms Vision echt begeistert, genau wie du. Ich habe das ganze Marketingpaket geschluckt. Verbesserte Lebensqualität durch Hyperkonnektivität und all das. Na, das tun sie auch. An der Spitze sitzen Visionäre. Philanthropen. Bloom hilft dabei, die Unterprivilegierten auszubilden. Sie sind umweltfreundlich. Sie unterstützen alles, von sozialen Programmen bis hin zu medizinischen Forschungen. Diese Dinge sind real. Aber weißt du, an wessen Schreibtisch ich sitze? Raymond Kelly. Und das rüttelt einen schnell wach. Ich hoffe, ich glaube, ich habe schon mal vielleicht mal angehört, aber wenn, dann ist es halt so. Also, weil ich wegen meines Schreibtischs offenbar Ray Kennys Geist bin, erzählt mir jeder seine persönliche Kenny-Story. Eine Frau zum Beispiel hatte eine Sexvariante auf Lager, als hätte mich das interessiert. Ich wäre in den ersten Wochen fast verrückt geworden. Aber dann wurde mir klar, Ray hatte es durchschaut. Er hatte seine Finger ganz tief im CTOS und er hat kapiert, was für ein kriminelles Potenzial die Maschine bot, die er gebaut hatte.
ich das weiß? Weil der echte Geist von Ray immer noch darum spukt. Er wusste, dass nur ein Programmierer es finden könnte. Und zwar nur einer auf seinem Level. Ja, Glückwunsch an mich. Scheint, als wäre ich ganz schön clever. Und jetzt kommt mein Beitrag zu Rays Vermächtnis. Offenbar hast du mich tief im System gefunden, so wie ich ihn gefunden habe. Obwohl ich nicht annehme, dass mein Kram so gut versteckt war. Wie dem auch sei, ich bin schon lange weg. Also was soll's? Ich spiele dir ein paar von Rays größten Hits vor und ein paar von meinen. Vielleicht fällt das alles irgendwann auf Bloom zurück und beißt dir in den Arsch. Vermutlich eher nicht. Hier, das ist von Ray. Wenn man Bloom einlädt, DTOS in der Stadt zu installieren, kann man auch gleich ein Vampir zum Essen einladen und ihm einen verdammten Strohhalm geben. Ja, ich hab doch was drin, das sind wir jetzt mal kurz nehmen. Also, machen wir weiter. Okay. Was macht Bloom mit all unseren Daten? Ich hab vielleicht einen Blick erhascht. Sorry. Scarlett und ihre PR-Brigade lügen nicht immer über die Verwendung. Sie können alles beschleunigen, machen das Leben bequem. Aber die rechte Hand weiß nicht, was der Hintern macht. Pass auf und hör zu. Die Schlipsträger kleben schon Preisschilder auf ihre gesammelten Daten. Damit Marketingleute und Politiker. Takt. Selbst der Bürgermeister hat letzte Woche ein paar von ihnen getroffen. Nichts davon ist überraschend. Warum verheimlichen sie es also vor dem Aufsichtsrat? Steckt noch was dahinter? Was sehe was? Die Chefs reden über das globale Langzeitpotenzial des CTOS. Zumindest in den Ländern, die sich das leisten können. Sie sagen es mit einem Leuchten in den Augen. Vergleichen sich mit Thomas Edison und Alexander Graham Bell. Man möchte ihnen fast glauben. Doch dann erinnert man sich wieder, was sie tatsächlich tun könnten. Ray bringt es auf den Punkt. Hör dir vor, alle größeren Städte in Amerika, Europa, Asien und egal wo, werden auf einmal alle gleich. Mit derselben totalen Überwachung und ständig gleichen sie ihre Daten über dich ab. Und jetzt fügt noch die Spezialzutaten hinzu. Vorhersagealgorithmen, Feedbackschleifen, unterschwellige Botschaften. Gott, ich hab dir geholfen, dieses Ding zu bauen. Ich kann es aufhalten. Es ist so groß und ihnen fehlen noch Teile des Puzzles. Ach, kann ich etwas tun? Ich übergebe das Wort nochmal an Ray. Ich stehe kurz vor meiner dritten Verwarnung. Sie haben mir Zugangsberechtigungen entzogen. Sie bereiten sich wohl auf meinen großen Ausweis dafür. Wir haben Rose eine neue Aufgabe gegeben. Ob er eine Gefahr ist? Bloom scheint das zu glauben. Ab und an erhalten wir
E-Mails, die uns auffordern, Kontaktversuche durch ehemalige Mitarbeiter zu melden. Aber wir alle... Ja, Mann, das Lamsenlaufen ist ein bisschen nervig. Man hat mich gebeten, die Verantwortung für die Vorhersage-Software zu übernehmen. Holy shit! Ich vermute, dass ich mit mir. Wie Ray wurde auch ich angewiesen, nur mit bestimmten Managern über das Projekt zu reden. Ich könnte mich an eine höhere Stelle wenden. Ich könnte sie auffliegen lassen und vielleicht sogar stoppen. Aber ich will noch ein bisschen mitspielen. Ich will wissen, wohin es führt. Ich brauche etwas, das sie nicht leugnen können, wenn es publik wird. Unglaublich, dass ich am Geheimnis verraten werde. Meine Güte. Ich wege die Optionen ab. Alles gut. Hey, pass auf. Es gibt eine Hackergruppe, die mit den Informationen etwas anfangen könnte. Sie nennt sich DevSec. Ja, ich höre gleich den nächsten an, aber ich will diesen Verbrecher mal kurz. Ach, nur bis Nettchen in der Folge, 10 Minuten allein nur Audio-Logs anhören hier. Kann ja dann sein hier. Verbrecher will uns sein hier. Ach, Alter, mach doch mal was anderes als ein Audio-Logs anzuhören oder wie. Dafür absolvieren lassen. Nein, jetzt wird er dafür auch. Oh, oh. Das ist nicht gut. So, direkt nehmen wir der Person. So, ich habe an meinem eigenen Hello World für Bellwether gearbeitet, um zu sehen, ob es so tückisch ist, wie ich glaube. Kennst du die Fibonacci-Folge? War schon immer meine Liebste. Ich werde die Fibonacci-Zahlen verbreiten. Bellwether soll dann vorhersagen, wo sie den unterschwelligsten Einfluss haben und die Stadt innerhalb von Tagen überfluten. Das CTOS wird den Einfluss aufnehmen. Wenn ich Vorfälle sehe, in denen diese Zahlen in der Stadt auftauchen, ist alles, wovor ich Angst habe, bereits im Gange. Dann schicke ich den Beweis an DevSec und sie sollen damit machen, was sie wollen, um es wieder gerade zu biegen. Mehr kann ich dann auch nicht mehr tun. Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich habe es überprüft. Die Lottozahlen, die diesen Monat am häufigsten gespielt wurden. Fibonacci. Ich habe heute Nacht gehört, wie in den Nachrichten über sie gesprochen wurde. Eine Infosendung über Fibonacci. Ich muss den CTOS-Bericht gar nicht lesen. Bellwether funktioniert. Ich habe Fibonacci durch das CTOS geschickt und die Einwohner von Chicago haben es zurückgeworfen. Dann stimmt es also. Raymond Kenny hatte recht. Okay. Sehr interessant. Ja, das war ja wirklich interessante Sache. Ich glaube, an sich habe ich eine Idee, was wir uns als nächstes erstmal fortknüpfen. Sind an sich. Sind wir gleich aber in der Nähe von sowas? Nein, natürlich nicht. Erstmal dieser Verbrecher oder? Ah, nee, egal. Wir gehen jetzt erstmal hier und machen die OR-Code-Sachen. Alles vorbereitet. Viel Spaß. So, wir haben ja uns jetzt Audiolog-technisch, glaube ich, gerade mal hier in Pearson haben wir schon gehört. Hiervon fehlen ja noch welche, da fehlen welche, hier da fehlen auch noch welche, sehen wir damals. Da fehlen auch noch welche. Ja, jetzt erstmal machen wir uns die OR-Code-Sache jetzt dran. Weil sonst hätten wir jetzt die OR-Code-Sache und dann vielleicht noch eine Sache an sich. OR-Code und vielleicht noch eine Sache, vielleicht CTOS-Einbrüche. Und dann machen wir sozusagen von der Hauptstory halt auch weiter. Weil wir haben hier sozusagen zwischen der Haupt-, wenn wir die Sammelsachen alle ja haben. Dann haben wir eh noch eine andere Sache, Verbrecher, ja. Fehlen uns vielleicht auch noch ein paar, aber das ist jetzt auch egal. Ja, ich meine halt auch sozusagen die Sache, das ist sozusagen, es war am 14. August 2003 in New York, als ein einzelner Hacker die gesamte Ostküste lahmlegte. Er hackte ein frühes CTOS-Netzwerksystem und schaltete den Strom an. Infolgedessen 11 Menschen ihr Leben verloren. Wir fragen nach, ob das CTOS, ein System, das die gesamte Infrastruktur der Stadt bündelt, immer noch anfällig für Hackerangriffe ist. Bleiben Sie dran, um diesen Bericht zu verfolgen.
Ja, ich meine, dass sozusagen wir das haben und das nichts haben, weil wir ja hiernach haben wir ja eigentlich ja auch noch unsere Verbrecher und die anderen Sachen alles. Dass wir auch noch die Gangverstecke und sowas haben, dann könnt ihr das dann als nächstes sozusagen ja auch dann machen danach. Vielleicht muss auf die andere Straßenseite. Weil hier haben wir den OR-Code. Oder? Das war ganz cool. Eigentlich sehr interessant selber. Sie dann die Sachen eigentlich wieder sein, nicht wie die optischen Täuschung. Wie es mit der Blickrichtung und sowas spielt. Alter, dieser Ventilator. Schon wieder der Rätsel, das war ein Ventilator dort, der sich bewegt. Ich glaube, wir müssten da drüben eine Kamera haben, mit der wir das, den Blickwinkel haben, dass wir es sehen können. Das ist doch dieser Rächer. Was sagt man dazu? Was? Ja, das meine ich. Wir bräuchten noch eine Kamera, eine andere vielleicht. Ne, die nicht. Mit der ist es selber schon fast, aber ich glaube. Nein, eine höhere. Sondern weiter hinten. Alles klar, aber. Ne, das kann nicht sein. Die da. Ja, da haben wir es. Molly. 4 von 17. Oh, ja, Codes. Wen machen wir denn den nächsten Damien? Das ist sozusagen der nächste. Nehmen wir das, der nähere. Dann haben wir dann hier hinten alle Air-Codes. Dann machen wir uns dann das Gebiet. Dann da und da und dann da. So und so weiter. Die Kamera da drüben, ja. Ich meine, als Kompromiss mache ich sozusagen jetzt als anderes Mal die Sammelsachen und dann machen wir sozusagen halt die Hauptstory halt auch weiter. Weil ich finde, die Hauptstory alleine, muss man sagen, die lädt eigentlich sehr schnell. Wenn man nur die Hauptstory macht, die ist eigentlich sehr schnell vorbei auch. Deswegen. Deswegen mache ich es ja sozusagen so, wie ich es will. Da kann mir auch nicht keiner einreden, wie ich es zu machen habe. Ob ich's. Ich weiß, es ist sicher langweilig, nur sowas zu sammeln. Aber alle diese Sachen haben auch eine kleine Nebenstory sozusagen, die Audiologs und sowas. Haben an sich eigentlich eine eigenstehende. Eine kleine Story. Abgepackt. Okay, wo ist dieser Reaktor? Suche OR-Code. So, Alexa, suche OR-Code. Ja, hat er. Hey, weißt du, was digitale Trips sind? Alter, wie laut? Wie laut sagt er das bitte? Ach, okay. Ich soll gerade mir am Geldautomat stehe. Das kann er nicht machen, oder doch? Ja, ist zwar das Bild ist auf der Seite, aber ich glaube, dass es auf der Seite ist. Was ist denn der? Verdammt nochmal. Nee, er muss hier sein. Hat er denn so Blumen? Ich war 2016. 60 Euro abgeschult, abgenommen. Aufflummern. Hier Blumenzentrale. Leg auf, sofort. Nicht neben den Rächer. Scheiße! Hat für Müller zur Blumenzentrale. Konnt sie aber nicht anrufen. Könnte es sein, ich brauche eine Kamera. Aber ich keine Drohne. Wenn er nicht so verlogen wäre, könnte ich seinen Anblick nicht ertragen. Ich hab dir nicht vom Rückflug erzählt. Kamera.
andere Seite. Da! Holy! Ich brauch die Kamera da. Die müsste es sein, glaube ich. Natürlich parkt auf der Seite. Wer hat das Auto geparkt? Weil sicher nicht ich. Den hier machen wir noch, dann ist aber diese Folge auch schon wieder vorbei, Alter. Wisst ihr was? Bevor wir jetzt diesen Airtrot machen, wie ich bin zu nah an diesem Verbrechen. Was hat der denn vor? Ein Verbrechen für den Fall. Wenn ich da hinkomme. Alter, wie soll das hier zu? Verdammt, ist auf der anderen Straßenseite. Ja, Mist. Okay. So, nebenbei nochmal 1.120 Dollar kriegen. Ganz idealerweise nicht. Müssen die Person. Das potenzielle Opfer. Hehe, ich bin nicht hier. Hey, ich habe eine Nachricht für dich von Lucky Quinn. Willst du die Nachricht wirklich verteilen? Was ist denn hier? Tschüss! Keine Nachricht mehr von Lucky Quinn. Gibst du aus. Du hast wohl keine Chance hinter mehr für Lucky Quinn hier. So. Ich hätte da das läuft schneller. Aber okay, wir haben jetzt hier die Verbrecher. Wie viele müssen ich davon noch? Oder damit habe ich das schon alles? Denn schon wieder so unser Ball. Weil das natürlich nicht die Verbrecher jagt. Weil die ein bisschen. Weiter gerade. Oder was hilft? Ja, lass mich hier denn. Wir sehen das schon. Hilft es. Okay, welche Kamera ist es? Guck mal, wer da gekommen ist. Komm schon mal, ich will sie nicht kriegen. Das ist nicht wahr. Jetzt nicht direkt neben mich. Kann ich das nur leider gar nicht umhalten. Da haben wir das. Haben wir da eine Kamera? Ja, da. Da haben wir es. Fünf von 17 Airtrots. Aber wie es weitergeht bei der Airtrot-Suche, sehen wir in der nächsten Folge. Aber dann, tschüss.